Neue Fahrscheinautomaten für Salzburg, richtiges Heizen, Tipps von der Energiesparfamilie und wo der Wandertag in der Stadt beginnt mit dem O-Bus zum Geisberg. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. Die Salzburger AG investiert heuer rund 25 Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr und setzt dabei auf drei Säulen: Verlässlichkeit, Information und Komfort. Aus diesem Grund wurden weitere Haltestellen mit Fahrscheinautomaten und Monitoren ausgestattet. Durch die Fahrscheinautomaten an ausgewählten Haltestellen wird der O-Busfahrer entlastet und damit der O-Bus verlässlicher. An stark frequentierten Haltestellen haben bisher besonders viele Fahrgäste Tickets direkt im Bus gekauft. Die Salzburger AG hat in Summe fast 300.000 Euro investiert und es stehen jetzt 25 Fahrscheinautomaten in der Stadt. Wir wollen damit den Kunden mehr Service bieten und wir wollen den Linienverkehr beschleunigen. Bis zum Sommer 2016 werden es 30 Fahrscheinautomaten sein. Somit können kurz entschlossene Fahrgäste ihre Tickets rasch und unkompliziert am Automaten kaufen und sparen damit pro Fahrt 50 Cent. Also der Automat ist sehr einfach gestrickt. Man kann ganz einfach mit ein paar Tastendrucken das richtige Ticket erwerben. Man kann in bar bezahlen mit Münzen oder, und das ist ganz wichtig und ein neues Feature, mit Kreditkarte oder Bankomatkarte, gerade im touristischen Bereich sehr beliebt, das so zu verwenden. Und danach wird das Ticket wie immer im Bus entwertet. Unser Ziel ist, dass die Kunden im Vorverkauf ihre Fahrscheine erwerben oder Mehrfahrtenkarten haben. Und wir bieten zwar beim Fahrer den Service an, dass man Fahrscheine erwerben kann, aber Ziel ist es, dass die Kunden vorher den Fahrschein erwerben und da helfen uns die Fahrscheinautomaten natürlich sehr. Sie sind deshalb speziell auch in den Bereichen angesiedelt, wo Touristen sehr viele Fahrscheine kaufen, rund um die Hotels, entlang der Routen oder an neuralgischen Punkten. Und so können wir die Fahrer vom Fahrscheinverkauf entlasten und die Busse kommen schneller voran. Auch neue Monitore wurden an den Haltestellen aufgestellt. Salzburger hat jetzt 30 neue Bildschirme wieder in Betrieb genommen. Echtzeitinformation ist ganz ein wichtiges Thema. Damit haben wir an 60 Haltestellen mittlerweile die Bildschirme mit Echtzeitinformation. Quando in Ergänzung dazu ermöglicht dann alle Haltestellen, dass man weiß, wann kommt der Bus, man sieht es minutengenau und damit ist man auch immer pünktlich bei der Abfahrt. Die aktuellen Linien, Haltestellen und alle Informationen zu Quando, der Echtzeit-App, finden Sie im Internet. Wie viel Energie und Geld kann man daheim sparen? Antworten auf diese Frage gibt uns auch diesmal wieder unsere Energiesparfamilie. Die Bernhofers aus Schäffau am Tennengebirge wissen genau, wo man sparen kann. Diesmal geht es um die Heizung. Familie Bernhofer hat ihre Dachgeschosswohnung im Haus der Schwiegereltern vor kurzem ausgebaut, um mehr Platz für die drei Kinder zu haben. Der Ausbau war kostengünstig, auch weil man in Sachen Warmwasser und Heizung die im Haus bereits bestehenden Systeme weiterverwendet hat. Einsparungen sind trotzdem möglich. Wir heizen hier mit Öl und es ist die Situation, dass das Equipment hier relativ jung ist. Also mit diesen 15 Jahren überlegt man sich jetzt zweimal, ob man das ganze Zeug einfach rausschmeißt und umstellt auf andere Energieträger, andere Heizsysteme oder ob man nicht hier einfach das optimieren kann, so gut es geht. Und das haben wir hier versucht. Wir haben das Gerät sehr gut eingestellt. Wir haben es mit einer neuen Düse ein wenig gedrosselt, damit einfach immer längere Brenndauern sind und somit effizienteres Heizen gegeben ist. Wir haben auch hier die Vorlauftemperaturen ziemlich weit herunter und zeugen oben nicht die ganz hohen Temperaturen. Das können wir ergänzen mit dem Kachelofen oben, wo wir auch, auch das Holz beim Bauern kaufen und somit ökologisch heizen und weniger Öl brauchen. Optimale Einstellungen und ein zusätzlicher Kachelofen senken den Ölverbrauch bei den Bernhofers schon jetzt deutlich. In ein paar Jahren stehen dann die nächsten Schritte an. Eine bessere Wärmedämmung am Haus und ein neues Heizsystem, das nur erneuerbare Energie nutzt. Egal was für Heizsystem später dann einmal eingebaut wird, jetzt ist es einmal wichtig, den Altbau zu dämmen, die Fenster auszutauschen, um den Energieverbrauch einmal senken zu können. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Luftwärmepumpe kombiniert mit einer Solaranlage am Dach oder zum Beispiel einen Pelletsofen. Das Beispiel von Familie Bernhofer zeigt, dass ein neues Heizsystem genaue Überlegungen braucht und nicht unabhängig von der Gebäudehülle gesehen werden darf. Bis zur Umsetzung kann trotzdem gespart werden. Wie funktioniert ein Elektroauto und woher bekommt es den Strom? Fragen, die sich die Salzburg AG Energiedetektive stellen. Wir sind die Energiedetektive!
Elektroautos funktionieren mit Strom und machen viel weniger CO2 als wir Benzinautos. Und es ist einfach viel besser für die Umwelt und man kann... Weißt du noch was? Also die Elektroautos haben Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, dass sie weniger CO2 haben und der Nachteil ist, dass sie nicht so lange fahren können, weil da müssen sie immer wieder aufladen. Und die Benzinautos können deswegen länger fahren. Das Witzige ist auch, dass die meisten Leute jetzt auf Elektroautos umsteigen und viel weniger Benzin auf einmal verbraucht wird. War viel weniger produziert. Die Elektroautos, das sind Autos wie die anderen auch. Allerdings haben sie riesige Vorteile. Erstens, sie sind viel sparsamer. Das heißt, sie brauchen viel weniger Energie gegenüber einem anderen Diesel- oder Benzinauto. Das zweite, sie sind viel leiser. Weil sie haben keinen Auspuff. Das dritte, sie stinken nicht, weil da kommt nichts raus, was stinken könnte. Das weitere ist, sie sind viel billiger im Betrieb. Also mit einem Elektroauto herumzufahren kostet weit weniger Geld, als wir mit einem Benzin- oder Dieselauto. Und das ganz Wichtige ist, der Strom fürs Elektroauto, der kommt natürlich aus sogenannter erneuerbarer Energie. Also Strom aus Sonnenenergie, Wasserkraft, Biomasse, was auch immer. Und somit ist dieses Elektroauto eine rundum schlaue Sache. Es heißt ja immer, wie das Wetter morgen wird, das hängt vom Wetter ab, aber nicht, wenn die Prognose für die nächsten Tage von Servus Wetter kommt. In unserer Serie Hinter den Kulissen des Fernsehens haben wir das Wetterteam von Servus TV einen Tag lang begleitet. Früh aufstehen ist schon mal das Erste für eine gelungene Wettersendung bei Servus TV. Denn schon in der Früh werden die ersten Wetterkarten studiert und ausgewertet. Und dann geht es hinaus zu den Dreharbeiten zu den schönsten Platzhallen in Österreich. In meistens stehst du um 5:30, 6 auf, prüft die Wetterkarte nochmal durch, schau die aktuellen Satellitenbilder an und dann entscheidet man meistens auch recht spontan, wo wir hinfahren. Es sei denn, wir sind schon irgendwo auf Wetterreise, also wir sind schon irgendwo eine Woche unterwegs. Aber heute in Früh haben wir recht spontan entschieden mit dem Wind, das war das wichtige Thema, wo fahren wir genau hin. Diesmal ging es zum wunderschönen Irsee in Oberösterreich, um Servuswetter aufzuzeichnen. Der Kameramann sucht sich meistens einen schönen Platz, was gut für ihn passen würde. Dann drehen wir meistens unsere erste Einstellung. Dann geht es weiter zum zweiten Platz. Wir bleiben nicht mehr in der selben Location, sondern die ändern wir öfters. Da drehen wir das zweite. Dann meistens Tafelzeichen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da muss man sehr viel Wert drauf legen. Ist aber auch ganz gut, weil da kommt man ein bisschen runter. Das Tafelzeichnen beruhigt ungemein. Und dann geht es schon weiter zur dritten Einstellung, da haben wir dann schon so ein Ende. Und meistens ist es so, dass man die Einstellung nicht nur einmal dreht, sondern hier und da schleicht sich ein kleiner Versprecher ein, da muss man so ein bisschen öfters drehen. Dann wird geschnitten im Wetterbus, das bereiten wir schon alles vor. Dann fahren wir heim oder, wenn wir nicht in der Nähe von zu Hause sind, also von Salzburg, dann schickt man das Ganze per Satellit Richtung Firma. Und dann briefe ich mich schon wieder für den nächsten Tag eigentlich. Dann schaue ich schon, was könnte man machen, morgen machen, was für Thema ist momentan präsent beim Wetter, wo könnte man hinfahren, wie schaut das Wetter aus. Aber nicht nur die Wetterkarten und die dazugehörige Wettersituation wird geprüft, sondern auch die Ausrüstung ist wichtig für den Wetterdreh. Auf jeden Fall kleidungstechnisch ganz wichtig. Man muss für alle Eventualitäten gerüstet sein, für jedes Wetter. Es kann Sonnenschein angekündigt sein und selbst uns Meteorologen passiert es, dass dann tatsächlich mal irgendwo Gewitter auftaucht. Du stehst zwar unter Druck, man hat immer den Druck, dass man liefern muss, weil das muss jeden Tag auf Sendung gehen. Das ist doch ein gewisser Druck und man muss sich auch jeden Tag was Neues überlegen. Das hat auch eine gewisse Anspannung. Oder wie soll man sagen, das macht es oft sehr schwierig. Aber mich zum Beispiel reizt ja die Berge und das Wetter ungemein, deshalb machen wir das so gern. Ja, die extremen Umstände, die wir oft haben. Wir wollen auf irgendeinen Peak rauf, ganz oben am Berg, ja, und denken uns, na, da könnte schon was funktionieren. Und dann auf einmal ist der ärgste Schneesturm. Und dann sieht man halt überhaupt nichts mehr. Das Wetter selber macht ja. Das oft das Problem. Das Wetter selber ist oft das Problem beim Wetter. Das kann man so zusammenfassen. Gell? Mhm. Heute zum Beispiel. Jeder Moderator hat auch seine Lieblingsdrehorte.
Bei Sebastian Weber ist es das Buchberger Kirchel im Pongau, wo man sich auch Folgendes vorstellen könnte. Da darf ich sogar heiraten, wenn es drauf ankommt einmal. Servus Wetter sehen Sie täglich um 16.55 Uhr, gegen 18 Uhr und um kurz nach 8. Und gibt man Moderatoren mal das Mikro in die Hand, steht eines fest, dann geht sowieso alles von alleine. Ich hab gesagt, ich soll's heuer betrogen, ich hab's falsch verstanden, hab's Kai wieder schlagen. Der stadtnahe Gaisberg ist gerade im Frühling ein beliebtes Ausflugsziel. Mit dem Obus ist der Hausberg der Salzburger leicht und umweltfreundlich erreichbar. Mit dem Frühling kommt auch die Wanderzeit. Wer dabei ganz autofrei unterwegs sein will, kann mit dem Obus direkt zum Fuße des Gaisbergs fahren. Naja, man kann überall losgehen. Man kann jetzt in die Oberknigel fahren, man kann jetzt noch Eigen und vor Eigen hinten übergehen ins Brunnenaufer fahren. Man kann am Schmäderer Platz fahren nach Barsch oder man kann überhaupt dazu fahren bis Glasenbach fast mit dem Zimmer aussteigen und nachher dann über die Klammaufer gehen. Also man hat genug Möglichkeiten mit dem Obus zu einem Ausgangspunkt zu gehen oder zu fahren, wo man dann aufgehen kann. Auf den Gaisberg führen also viele Wege, die bereits beim Aufstieg eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Salzburg, das Salzburger Becken sowie das Gebirgspanorama bieten. Je nach Kondition kann zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausgewählt werden und nahezu alle Ausgangspunkte sind mit dem Obus erreichbar. Von Eigenau startet man beispielsweise über die Südosthänge und genießt dabei einen herrlichen Ausblick. Knapp 2 Stunden dauert hier der Aufstieg. Ausgangspunkt für eine schöne Wanderung ist auch Knigl. Dorthin kommen Sie mit der Linie 2. Aber auch von der Endstation der 6er Linie kommen Sie über den Schmäderer Platz direkt über die Gersbergalm oder entlang der historischen Zahnradbahntrasse zur Spitze. Über die Zistel zur Gaisbergspitze kommen Sie aber auch über die Obushaltestelle Glasenbach. Der Weg führt dann über die Glasenbachklamm. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, oben genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Salzburg. Na, hier oben natürlich haben wir dann unsere Schmankerloli drauf. Wir schauen, dass wir immer ein bisschen abwechseln, ein bisschen Hausmannskost. Es sollte großteils als Hausmannskost und ehrliche Kost sein, wir dann selber Brot machen. Wir machen ab sofort nachher dann am Freitag, also einen Jausenfreitag. Da gibt es selber gemacht Kas, Butter, Speck, alles ein bisschen aus der Region. Und wer für den Abstieg zu müde ist, kann auch den Bus benutzen. Wir machen jetzt noch einen Abstecher zum Salzburger Turnskiwinter, der in seiner letzten Auflage am Hallener Dürmberg stattgefunden hat. Es ist eine gelungene Bilanz, die der Veranstalter bei der 6. und letzten Station des Salzburger Turnskiwinters ziehen kann. So wie im Vorjahr stand auch in dieser Saison die Attraktivität dieses Sportes in Form von gemütlichen Skitouren mit Gleichgesinnten im Vordergrund. Immer mit dabei die Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams, die mit ihrem Wissen sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen zur Seite stehen und auch die Bergrettung, die dafür Sorge trägt, dass jeder Einzelne gesund nach oben und auch wieder heil nach unten kommt. Ja, es ist hervorragend gelaufen. Wir haben uns sehr gefreut. Es waren sehr viele Besucher, rund 250. Wir haben gemeinsam 3.500 Höhenmeter bezwungen. Und wir waren in allen Salzburger Bezirken bis jetzt mit den 5 Veranstaltungen und das Resümee ist sehr positiv.
Auch beim Finale in Bad Dürrenberg ist die Teilnehmerzahl trotz nicht allzu guter Schneelage beachtlich, wofür es, bezogen auf den Salzburger Turnskiwinter, eine einfache Erklärung gibt. Tourengehen ist eine Trendsportart. Es hat ein gutes Image, man bewegt sich in der Natur, es ist dynamisch, es passt zur Salzburger AG. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hier Anfänger und Fortgeschrittene gemeinsam eben diese schöne Sportart gemeinsam machen können und eine Nachttouren gehen, also eine Nachtskiabfahrt, ist überhaupt ein eigenes Erlebnis. Wobei zwischen Raufgehen und dem Runterfahren sich das eigentliche Ziel befindet, nämlich das Zinkenstüberl, das mit einer hervorragenden Bewirtung aufwarten kann und der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz kommt. Ich würde mal sagen, ein Skider, wo es zur Belohnung eine Hütte gibt, wo man noch einen guten Radler trinken kann, das ist natürlich eine zusätzliche Motivation. Gerade nach einem arbeitsreichen Tag in der Hütte gemütlich zusammensitzen, perfekt, mit so netten Leuten. Echt eine super Geschichte, was die Salzburger AG mit Lasportiva da aufgezogen hat. Aber Vorsicht, die Gemütlichkeit verleitet sehr schnell, unvorsichtig zu sein. Deswegen wenig oder kein Alkohol, wenn man noch eine Talfahrt vor sich hat. Ja, das ist natürlich klar. Da ist natürlich jeder selbst für sich verantwortlich. Das können wir natürlich auch nicht steuern. Aber die Gaudi darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und das war beim Salzburger Tourenskiwinter 2016 sicherlich nicht der Fall. Nein, ich bin ganz begeistert. Also was das Lasportiva-Team im Auftrag von der Salzburger AG und der Salzburger Nachrichten da zustande gebracht hat, finde ich ganz toll. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, es findet nächstes Jahr wieder statt. Deswegen Salzburger Tourenskiwinter! Yeah! Sollten Sie gerade Ihre Hochzeit planen, dann darf ich Ihnen eine ganz besondere Location im Salzkammergut vorstellen. Es geht an den Wolfgangsee. Der Wolfgangsee gilt als einer der schönsten Seen Europas und lockt die Menschen seit Jahrhunderten ins Salzkammergut. Neben der Linienschifffahrt können Schiffe auch für private Feierlichkeiten oder Firmenveranstaltungen gemietet werden. Ob Hochzeit, Firmenfeier oder Seminar, alles ist möglich. Vom Abendessen bis zur Firmenpräsentation, bis zur Hochzeit, bis Kaffee und Kuchen Nachmittag, Hochzeitstorte anschneiden, Brautstellen. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten vom Tanz am Abend, wobei Livebands spielen. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß. Eine Hochzeit auf dem See macht den schönsten Tag im Leben zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wer möchte, fährt mit dem Wolfgangsee-Schiff stilvoll zur Trauung und genießt an Bord einen gemütlichen Sektempfang. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass diejenigen, die Hochzeiten wollen oder heiraten wollen, entweder kirchlich oder standesamtlich heiraten am See. Die Möglichkeit besteht natürlich in allen drei Orten, malerischen Orten St. Wolfgang, St. Kilgen und in Strobl, muss aber in der jeweiligen Hoheitsgebiet der Gemeinde stattfinden. Ja, sobald der Termin feststeht, ist es so, dass die Gäste zu uns kommen. Wir machen das dann dementsprechend fix, schauen, was machen wir am Schiff. Nach der Hochzeit einen Sektempfang, schneiden die Hochzeitstorte an. Alles, was das Herz begehrt. Alle 6 Schiffe können für Hochzeiten und andere Veranstaltungen gemietet werden. Auf Wunsch koordiniert und plant ein erfahrenes Team den Event und kümmert sich um das Catering, die Ausstattung und das Rahmenprogramm. Es gibt Kurzentschlossene, wo wir heute halt dann schauen, dass wir noch was auf die Beine stellen. Aber meistens sollte es schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher sein, sich das Ganze durchzuüberlegen. Wir haben die Kapazität von 20 Personen bis 250, ist kein Problem. Machen wir gerne, ob wir mit einem oder zwei Schiffe fahren, das liegt einmal in der Größe der Gruppe. Auch kulinarisch wird man vom Team der Wolfgangsee-Schifffahrt verwöhnt. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man direkt am Schiff dann isst, quasi das Hochzeitsmahl einnimmt? Ja, natürlich gibt es diese Möglichkeit. Wir haben verschiedenste Menüs im Angebot. Wir kochen live, unsere Köche Mario und Manfred kochen für Sie das, was ihr jetzt begehrt. Jetzt würde mich noch ganz besonders interessieren, wie könnte denn so ein Brautstellen am Schiff ausschauen? Ja, da gibt es sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten. Wir fahren eine nette Runde von 1 bis 2 Stunden. Das Schiff liegt an, die Braut wird vom Schiff weggestohlen. Oder man kann es auch ganz anders machen. Es kommt ein Motorboot und entführt die Braut. Haben wir alles schon gehabt. Eine gute Geschichte und natürlich für die Braut Action und für die Gäste auch. Alle Informationen und Angebote finden Sie auch im Internet.
Die Betriebszeiten der Wolfgangsee Schifffahrt- und Schafbergbahn finden Sie übrigens auch im Internet. Das war das Salzburger G-Magazin. Jetzt gibt es noch eine kurze Pause und dann starten wir schon wieder mit der Wiederholung. Bis gleich, auf Wiedersehen. City Caching Salzburg, eine Schnitzeljagd der ganz besonderen Art. Von 15. April bis 30. Mai in der Stadt Salzburg.